Kai da draußen. Ich bin wieder zurück und deswegen auch im Studio. Schönen guten Abend. Und zwar stärker denn je. Absolut. Mit mehr Antikörpern denn je in meinem Körper. Ich merke das auch. Du hast noch Antikörper für mich mitgebracht, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen. Dritte Liga Top-Thema live. War das zu laut? Das war sehr laut. Ne? Aber es wird noch lauter heute. Es wird noch lauter. Wir haben so viele Themen vorbereitet. Wir haben so viele tolle Gäste. Und ich bin froh, dass Alex Klich wieder da ist. Denn der kennt alle Gäste auswendig, ohne dass er auf Zettel gucken muss. Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Komm, ich fange mal mit einem an. Auf den freue ich mich unglaublich. Und zwar haben wir Joachim Lambi heute bei uns zu Gast. Und viele wissen das hoffentlich aus der dritten Liga, während du mit deiner Apple Watch rumspielst. Ja, das ist ja Wahnsinn. Der Mann ist ja ein Duisburger durch und durch. Der hat so viel Ahnung von diesem Verein, hat eine Doku veranlasst, die ist übrigens überragend. Und mit dem reden wir nachher über den MSV Duisburg. Und außerdem, so hört man, möchte er uns ins Spiel bringen als Ersatz für Daniel Hartwig. Der hat nämlich jetzt Corona. Gute Besserung an dieser Stelle, er guckt ja auch immer zu. Und am Freitag werden noch Moderatoren gesucht. Wir laufen uns heute heiß für Let's Dance, freuen uns aber auf andere, die durch die dritte Liga tanzen, wie zum Beispiel von den Würzburger Kickers. Oh, jetzt wollte ich gerade einen anderen Gast machen. Dann halt David Kopacz, genau, meine Damen und Herren. Wir reden gleich mit David Kopacz über die Chancen der Würzburger. Die waren nämlich mal wirklich abgeschlagen. Mhm. Keiner hat mehr an sie geglaubt. Im Prinzip war das wie unsere beiden Karrieren. Aber am Ende kommen sie vielleicht nochmal zurück. Dazu heute Steven Ruprecht, unser Magenta-Sport-Experte, bringt ein sehr brisantes Thema mit, so viel vorab. Und dann noch Julian Günther Schmidt vom Team der Stunde, 1. FC Saarbrücken, glaube ich, kann man aktuell so sagen. Die haben sich wieder richtig schön vorne rein geschossen und noch alle Chancen auf den direkten Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. So sieht's aus. Und wir brauchen euch wie immer in dieser Sendung. Wir machen es für euch. Ihr schaut zu Hause für uns. Ja? Und wir haben dieses wunderbare Magenta-Sport-Top-Phone für euch vorbereitet. 0175 681 7248. Schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns Videobotschaften oder Fotos, wo ihr gerade zuschaut. Stellt Fragen an unsere Gäste, stellt Fragen an Alexander Klich, wie man es schaffen kann, nach so einer Corona-Erkrankung so schnell, so sensationell auszusehen. Das weiß ich auch nicht, wie du das gemacht hast. Aber du hast es geschafft. Ich habe es geschafft, aber ich muss auch gerade schmunzeln, weil hier schon die ersten Kommentare reinkommen. Vor-1 sagt Kliche und Strassi heute im Partnerlook. Da können sie gleich beim Lambi bei Let's Dance mitmachen. Das wäre natürlich mal geil bei Let's Dance, ne? Ja, wobei, du hast eine Jacke an. Bei mir ist es so ein wunderbares, was ist das? Ja, das Wildlederhemd. Das juckt doch da draußen kein Mensch. Weiß, doch. Schwarz, das muss reichen. Okay, alles klar. Partnerlook. So, wir dürfen nicht, die Zeit rennt. Ja, wir haben... Ja, aber jetzt bist du mal kurz, ne? Okay, können wir noch mal einen Schnitt machen? Wir haben nur von Magenta, von den Chefs, nur eine Stunde Sendezeit bekommen. Ja. Und wir dürfen nicht wie Thomas Gottschalk überziehen. So weit sind wir noch nicht. Wir schauen mal auf den vergangenen Spieltag, der wieder Geschichten geboten hat. Der ganze Zettel hier, den wir aufgeschrieben haben mit unseren eigenen Händen, ist voll an Themen. Und wir beginnen mit einem Thema, das macht uns allen nochmal Mut. Ich habe das Gefühl, meine Füße jucken. Ich hole sie nochmal raus, die Fußballschuhe. Ich will auch nochmal Profifußball erleben. So ist es. Und zwar geht es um den SV Meppen. Die waren ja zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Und man muss sich das mal reinziehen. Die waren so Corona-geschwächt. Die haben 6 Bezirksliga-Fußballer mitgenommen. Und einer stand da in der Startformation. Und dann holen die vor Ort dort auch noch einen Punkt. Haben unentschieden gespielt. Und deshalb gab es da einen Menschen, der war unglaublich glücklich. Den wollen wir uns jetzt mal kurz reinziehen bei unserer Magenta Sport Instagram-Seite. Die hast du wie immer geöffnet. Ja, ich muss hier noch ein bisschen technisch. Ne? Ja. Kugland, war das heute so ein kleines Fußballmärchen für Sie, was Sie hier erlebt haben? Nehmen Sie uns mal mit auf die letzten 2-3 Stunden. Ja, für mich war es einfach ein Traum, heute mal für die erste Mannschaft in der dritten Liga zu spielen. Und ich habe vorher immer gesagt, wenn ich mal auch gerne in der dritten Liga dabei bin, dann in Magdeburg, weil das Stadion, das ist einfach unglaublich. Und die Stimmung hier, die ist unfassbar. Wir sind hier mal angereist. Das war Leon Kugland. Jetzt... haben wir den mal gesehen, 22 Jahre alt, seit 2014 beim SV Meppen und dann erlebt er so einen Wahnsinn. Also ich kann mich gar nicht reinfühlen, weil ich niemals auch nur ansatzweise so weit, so nah dran war, aber das muss ein grandioser Moment gewesen sein für ihn. Und mich würde auch mal interessieren, ihr da draußen, vielleicht hattet ihr auch schon so Momente, vielleicht nicht in der dritten Liga, aber wo ihr von der zweiten in die erste Mannschaft beordert worden seid und auf einmal vor einer Kulisse gespielt habt, die ihr euch nie habt erträumen lassen. Dementsprechend schreibt das gerne bei uns rein oder schickt uns eine Sprachnachricht beim Topfon. Wir haben das eben schon mal angekündigt. Ihr könnt immer bei uns in die Show mit reinkommen oder schickt uns ein Video. Wir müssen
müssen auch noch über richtig tolle Stimmung sprechen. Und wenn ich bei Stimmung bin, bin ich meistens auch bei dir, mein lieber Strassi. Hören wir mal in die folgende Geschichte hier rein. Eine Sache fehlt ihm noch. Ein Heimtor. Alle 5 Tore für den Waldhof auswärts erzielt. Immer noch Sohm gegen alle. Pascal Sohm gegen alle. Finito la musica. Und da ist sein Heimtor. Und was für eins. Ja, also erstmal danke für die Blumen, dass du das hier vorspielst. Es war natürlich aus diesem absoluten Topspiel am Sonntag, Waldhof gegen 60 München. 12.000 Fans waren da und dieses Spiel hatte wirklich viele Geschichten, unter anderem eben von Pascal Sohm, Winterneuzugang, aus Dresden gekommen, 5 Saisontore erzielt, alle auswärts für den Waldhof. Und dann kommt er in dieses Spiel rein, wieder mal als Joker. Muss übrigens aufpassen, dass er nicht vom Trainer nur noch als Joker eingesetzt wird. Und macht dieses fantastische Solo, sein erstes Heimtor. Ich hatte wirklich das Gefühl, die Fans sind da auf den Rängen so 8 Etagen tiefer gerutscht, weil dieser Jubel, der hatte irgendwie noch mal was ganz Spezielles. Mhm. Apropos Stimmung, es war ja unglaublich viel los in den Stadien. Man merkt das, die Stadien werden immer mehr geöffnet. Das war ein Traditionsduell. Mannheim gegen 60 München. Habe ich auch noch was mitgebracht. Bei unserem Magenta-Sport-YouTube-Kanal haben wir das gepostet, weil wir so euphorisiert waren. Also die Stimmung, gucken Sie sich das mal an. Die Löwenfans im Gästeblock beim Spiel gegen Mannheim. Mit eben diesen Fans im Rücken. Wäre das, das ist fast eine andere Sportart, als wenn die Ränge leer sind. Ja, ist echt das so, ne? Das macht einfach Spaß. Das war das allererste Mal, dass bei 60 auch wieder die Auswärts-Ultras mitgekommen sind, die ja immer die Stimmung sozusagen vorgeben. Gleichzeitig auch noch die Waldhof-Fans, die da gewesen sind. Also ich hatte wirklich das Gefühl, nach 2 Jahren oder sowas, so lange ist es ja her, das ist hier, ich kommentiere heute wirklich nicht Fußball, sondern irgendwie eine ganz andere neue Sportart, weil man hat sich ja wirklich eingestellt auf Stadien, wo es leise ist oder vielleicht sogar gar keiner. Das hat nochmal so Kräfte freigesetzt, wenn das bei mir schon so war, bei Thomas Wagner, dem Moderator, dann aber auch ganz sicher bei den Protagonisten da unten auf dem Feld. Und wir haben sogar noch einen, den wir draufsetzen können. Es gab noch eine brutalere Kulisse. Auch da gucken wir gerne mal gemeinsam rein. Der erste FC Kaiserslautern zu Gast in Freiburg im altehrwürdigen Dreisamstadion. Boah. Mit sage und schreibe 6.000 Auswärtsfans. Da wären manche Drittligisten froh um so eine Heimquote. Schau es dir einfach an, das ist Gänsehaut pur. Das ist Fußball, das sind Traditionsvereine und das ist einfach diese, und ich liebe sie wirklich, diese Wahnsinns-Dritte Liga. Ich darf nicht mehr so oft Wahnsinn sagen. Ja, aber das ist wirklich Wahnsinn. Für 0:0 fahren die da nach Freiburg. 160 Kilometer Luftlinie, also das ist schon ein Weg. Das ist jetzt kein Lokalderby. Also das macht unglaublich viel Spaß. Kaiserslautern werden wir, wenn wir Pech haben, bald nicht mehr in der Liga sehen, denn die sind ziemlich weit oben. Das bringt mich eigentlich auch zur Tabelle. Lass uns doch mal da gemeinsam kurz draufschauen, bevor wir hier weiter galoppieren bei magentasport.de. Da sehen wir das relativ gut. Wir gehen ja jetzt in die Länderspielpause. Es gibt eine kleine Zäsur. Magdeburg, die thronen noch über alle mit 66 Punkten. Aber danach wird es dann schon kernig. Also das muss man wirklich, aber auch Magdeburg, wie man ja so schön sagt, du hast es herausgefunden als Groundhopper, die straucheln ja ein wenig. Ach, guck mal, da ist das Topphone. Ja, sorry, ich habe jetzt hier mal kurz reingucken wollen, während wir die Tabelle abgefahren haben, ne? Weil hier schon die ersten Dinge wieder reinbimmeln. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Tabelle. Wir gehen zurück zur Tabelle. Ich habe die Tabelle ja auch hier. Der erste FC Saarbrücken, muss man wirklich sagen, ist der Gewinner des Spieltags, 55 Punkte. Und schaust dir an, Braunschweig mit einem dahinter. Und am Samstag gibt es ja das Nachholspiel, live und exklusiv bei Magenta. Braunschweig gegen Osnabrück. Nee, Osnabrück gegen Braunschweig, so rum ist richtig. Ja. Ab 13.45 Uhr. Also da wird es richtig feurig auf dem Fußballplatz. Da können wir auch schon spoilern, ne? Du bist ja vor Ort, ne? Ja, mit dem einen oder anderen, der auch jetzt gerade zuschaut, Grüße, geht es mit dem Zug im Bordbistro
Richtung Osnabrück an die Bremer Brücke. Und dann werden wir uns einfach mal als Fußballfans, als Drittliga-Fans dieses Spiel anschauen und werden gucken, wie wir den Kommentator Stefan Fuckert am besten ärgern können. Außerdem haben wir Plätze hinter der Trainerbank. Ich habe schon mit Michael Schiele gesprochen. Ich habe gesagt, ich werde versuchen, ihn ein bisschen zu irritieren. Mal gucken, wird ein toller Tag. Ich habe übrigens, ja, Weltklasse, das ist wahre Drittliga-Liebe. Ich habe eben natürlich schon mal kurz reingeguckt, unser Top-Phone. Da gehen schon wieder die Drähte, die werden schon wieder heiß. Sven hat geschrieben aus Saarbrücken, Saarbricke, du Geiler. Habe ich schon mal gehört. Außerdem ist es natürlich vielen schon aufgefallen. Wir haben ja gesagt, liebe Freunde, schickt uns Dinge, die wir hier schön schmücken werden. Wir haben hier diesen wunderbaren Löwen bekommen mit 1. FC Saarbrücken Trikot von einer ganz fantastischen Frau. Die hat uns das mit an die Hand gegeben, ein bisschen als Glücksbringer. Den Ennertz haben wir auch hier. Schickt uns das gerne. Adresse blenden wir nicht ein, weiß ich nämlich nicht. Aber schickt es einfach an Dritte Liga Magenta Sport, das wird schon ankommen. Das kommt an oder schreibt uns auf Instagram bei unserem Magenta Sport Account. Apropos tolle Frau, wir müssen auch über Nicole Kumpis sprechen. Was du heute für Überleitungen drin hast. Da will sich einer für Let's Dance positionieren. Du hast recht, die neu gewählte Präsidentin von Eintracht Braunschweig. Ich glaube, seit 30 Jahren hat es das nicht mehr gegeben im Profifußball, dass eine seit 1992, 60 München ist es gewesen, Lieselotte Knecht, wenn ich mich recht erinnere, ja, was ich alles auswendig weiß. Du hast doch einen Knopf im Ohr, mein Lieber. Ich habe einen Knopf im Ohr, genau. Und die war gestern Abend übrigens bei uns am Magenta-Sportmikrofon im Montagabendspiel in Dortmund. Sprechen bei so ein bisschen Markus Höhner hat es gesagt, Gary Pauband. Und da hören wir doch auch gerne mal rein, oder? So ist es. Über diese Aufgabe, Präsidentin. Es wurde ja jetzt in den letzten Tagen mehrfach immer wieder thematisiert. 56 Profiklubs gibt es. Sie sind die Einzige. Wundert Sie das, dass es jetzt über 30 Jahre gedauert hat, bis dieser Fall mal wieder Tatsache wurde, Realität? Also ich finde es erschreckend, dass wir im Jahre 2022 darüber sprechen müssen. Und dass das so lange gedauert hat, ist auch eher ein Zeichen, jetzt in den Aufbruch zu kommen, das zu ändern. Und ich habe das jetzt auch schon in vielen Formaten gesagt, dass ich ein großer Freund davon bin, dass jemand an Kompetenzen gemessen wird. Wir haben fantastische Frauen, die auch sicherlich Positionen in Ämter übernehmen könnten im Profifußball. Und dazu würde ich nur aufrufen, weil in Braunschweig klappt das wunderbar. Und da hat das auch nie jemand zum Thema gemacht, dass ich eine Frau bin. Da wurde ich immer dran gemessen an den Aufgaben und an den Kompetenzen, die ich mitbringe und an der Person, die ich bin. Alle Spiele. Nicht schlecht. Also Nicole Kumpis, klare Kante. Und sie, wir haben es eben erfahren, sie ist die Einzige aktuell bei allen Profivereinen. Das hat so eine Signalkraft. Und ich erhoffe mir von dieser Geschichte, dass es da viele Nachfolger geben wird. Ich finde das auch tolle Worte, aber auch irgendwie ein Stück weit. Ich meine, wir haben 2022, traurig, dass man das nochmal erwähnen muss. Aber wir drücken hier auf jeden Fall die Daumen. Und das kann man schon mal versprechen, irgendwann in den nächsten Wochen werden wir sie ja auch im Dritte Liga Top-Thema begrüßen, wenn uns bis dahin nicht der Stecker gezogen wird. Das ist ja immer so, ne, im TV-Geschäft. So ist es. Und ich würde sagen, langsam aber sicher gehen wir zu unserem ersten Gast. Der kommt gleich hoffentlich, und zwar von den Würzburger Kickers, David Kopacz. Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Es ist für die Kickers schon echt eine wichtige Zeit. Sie haben zwar jetzt verloren am Freitag gegen Viktoria Köln, aber wir können auch noch mal gerne spielen doch noch mal die Tabelle ein. Tabelle können wir das gucken. Ja, noch mal kurz Sie vorher. Haben schon eigentlich jetzt wieder alle Möglichkeiten, um da oben reinzuschießen, wenn Sie noch mal so eine kleine Serie starten. Ja. Ich sag dir, da ist alles drin, da ist alles möglich. Das werden ganz enge, ganz knackige Restspieltage, die ich mir auch alle schon mal angeschaut habe. Da sind auch teilweise Spiele gegeneinander, wo derjenige, der gegen den Abstieg kämpft, gegen einen spielt, der um den Aufstieg fightet. Also da wird sich hin und her geschoben, Punkte weggenommen und so weiter und so fort. Also ich wurde auch schon gefragt, hör mal, wer steigt denn auf, wer steigt denn ab? Ja, weiß ich doch nicht. Wenn ich Ahnung von Fußball hätte, dann würde ich nicht hier sitzen wahrscheinlich, oder? So ist es. Und ihr könnt ja mal reinposten bei uns in den YouTube-Chat oder uns auch eben eine Sprachnachricht schicken. Schaffen die Würzburger Kickers den Klassenerhalt? Darüber werden wir jetzt mit David Kopacz sprechen. David, bist du zugeschaltet? Servus, hi, ich bin da. Gerade noch frisch die Küche sauber gemacht und jetzt hier im Dritte Liga Top-Thema. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, damit es super ausschaut. Ja, es sieht hervorragend aus, das muss man sagen. Da kann man nichts sagen. Ich vermisse den Thermomix im Hintergrund. Ich dachte, das gehört zu einer klassischen Küche eines Profisportlers. Ah, da ist er doch. Perfekt. Prima. Ja, David, ihr habt zwar verloren am letzten Wochenende, aber nehmt uns doch mal mit rein in die aktuelle Stimmung bei den Würzburger Kickers. Ja, nach der Woche zuvor, wo wir vor allen Dingen auch mit dem
Pokalderby, was wir gewonnen haben. Ich glaube, das hat nochmal bei den Fans eine super Stimmung ausgelöst. Und auch in der Mannschaft, wir wussten auch, was das für einen Stellenwert hat, dieses Spiel. Aber auch mit den zwei Siegen einfach nochmal, ich sag mal, rangekommen. Und die Stimmung ist gut. Klar, jetzt mit dem Spiel gegen Köln hätten wir, ich denke, mindestens einen Unentschieden verdient gehabt. Aber ja, wir bleiben weiter dran. Du meintest das Landespokalspiel gegen Schweinfurt, was wir 4-1 gewonnen haben. Genau. Das hat nochmal Leidenschaft geweckt bei den Fans. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr in den letzten Wochen, ich gehe jetzt mal ein paar Wochen zurück oder Monate sogar, dass euch vielleicht so eine Niederlage wie am Freitag, dass die euch vielleicht ein bisschen umgeworfen hätte. Hab aber das Spiel gesehen, habe auch die Stimmen danach gehört, habe so ein bisschen bei den Fans in den Foren reingeschaut. Es ist irgendwie was Neues entstanden bei den Würzburger Kickers. Siehst du das auch so und was war da vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass es so ein bisschen positiver alles aussieht bei euch? Ja, also wir haben es auch jetzt in den Spielen gegen Schweinfurt und gegen Dortmund gesehen. Da sind wir ja auch in Rückstand geraten in beiden Spielen und jetzt auch gegen Viktoria haben wir ja die Reaktion gesehen. Ich weiß nicht, ich finde es einfach gut, dass es so ausschaut, dass es so ist und ich hoffe, dass wir das weiter beibehalten können und am besten vielleicht nicht in Rückstand geraten, sondern auch mal in Führung gehen. Aber ich glaube, am Ende zählt es einfach, dass wir weitere Spiele gewinnen. Für dich persönlich ist das ja trotzdem eine irre Reise. Du kennst aktuell aus den letzten zwei Jahren nur Abstiegskampf. Sowohl in der zweiten Liga wart ihr die ganze Zeit unten drin gehangen. Jetzt hängt ihr wieder unten drin. Was hat das mit dir gemacht? Du bist ja noch ein junger Profi, 22 Jahre. Kann man sagen, für die Zukunft, dich kann nichts mehr schocken? Also ich glaube, im Leben kommt immer irgendwas, was man vielleicht davor noch nie gesehen hat oder vielleicht immer irgendwann eine neue Erfahrung, ob positiv oder negativ. Aber ich glaube, einfach diese Situation, die wir jetzt hatten, auch letzte Saison und diese Saison, ich glaube, das macht schon was mit einem Spieler. Vor allen Dingen ist es auch eine Erfahrung und ich glaube, man lernt auch als Spieler, wie man damit umzugehen hat. Apropos mich kann nichts mehr schocken. Da habe ich sofort geschaut in die YouTube-Kommentare. Es gibt viele Fragen. Dankeschön dafür, unter anderem von Holger Müller. Den würde es nämlich mal interessieren, wie du die Zeit mit Felix Magath erlebt hast. Tatsächlich hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte mit Felix Magath. Wir haben weder irgendwie persönlich gesprochen, noch hatte ich irgendwie ein Gespräch oder wie auch immer, irgendwie ihn kennenzulernen. Also tatsächlich gar keine. Aber hat man nicht gemerkt damals, als er da war, dass er alles an sich gerissen hat? Oder ist das ein Irrglaube? Also man hatte den Eindruck, Felix Magath, der bestimmt die Transfers, die Trainer wechseln. Du hattest ja auch unglaublich viele Trainer, ob das ein Marco Antwerpen war, ein Thorsten Ziegner war, ein Danny Schwarz war, jetzt eben den Kollegen Santelli. Ja, ich glaube, also jetzt, wenn ich aus meiner persönlichen Sicht spreche, ist es irgendwie gar nicht an mich rangekommen. So, ich habe diese Sachen irgendwie gar nicht so mitbekommen oder habe es einfach, ja, ich sag mal, versucht, nicht irgendwie an mich ranzulassen, weil es einfach für mich als Fußballer jetzt irgendwie nicht entscheidend war. Aber ich glaube, die ganzen Trainerwechsel, ich glaube, das bringt einfach auch Unruhe und das nimmt auch jeder Spieler, glaube ich, anders auf, weil jeder Spieler kommt irgendwie mit einem anderen Trainer besser oder schlechter klar. Ich glaube, das ist normal. Aber wie gesagt, da kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, ob mich noch irgendwas schocken kann. Ich glaube, das sind einfach dann Erfahrungen und ich glaube, man weiß dann einfach auch als Spieler und auch als Mensch, wie man damit umzugehen hat. Ich würde gerne nochmal bei der Trainerthematik einhaken, denn Ralf Santelli, 6 Spiele, 3 Siege. Er hat ja irgendwas aus euch rausgeholt, was da schon immer geschlummert hat. Der ein oder andere hat es vielleicht nicht geschafft, das da rauszuholen. Was macht er denn anders? Wie packt er dich persönlich an? Das ist ja sicherlich das, was du am ehesten beurteilen kannst. Hat er irgendwie eine Gangart, wo du sagst, für den gehe ich durchs oft zitierte Feuer? Ja, also erstmal muss ich sagen, auch unter den Trainern davor fand ich, dass wir viele Spieler hatten oder Spieler hatten, die wir, ich sag mal, wir haben gut gespielt, aber haben uns nicht belohnt. Und jetzt hatten wir einfach Spiele, wo wir uns einfach belohnt haben. Und ich glaube, wenn man sich auch als Mannschaft belohnt, dann merkt man auch dieses Selbstvertrauen und merkt es auch in einzelnen Aktionen im Spiel für die Spieler, wie was das überhaupt ausmacht. Was jetzt der Coach jetzt zu der Zeit macht, ja, er hat halt eine Herangehensweise, der packt Sachen einfach so an den Basics arbeiten wir viel. Ich glaube, einfach so eine einfache Art im Training auch.
Aber wie gesagt, ich glaube einfach, diese Erfolgserlebnisse haben einfach diese Situation geschaffen, die wir jetzt haben. Und bei Erfolgserlebnissen bin ich bei einem Spiel von vor ein paar Wochen. Da schauen wir mal in die aktuelle oder damals aktuelle Magenta Sport Top 10. Da hast du eine sehr wichtige Rolle gespielt. Schauen wir mal den zweiten Platz an. Marvin Poirier gegen Stritzel. Stritzel hält, Nachschuss. Kopacz. Und dann ist er doch drin. Wahnsinn in Wiesbaden. David Kopacz. Stritzel hält den überragend gegen Poirier. Aber Kopacz. Was für ein Tor. Also. 90 plus 4. Ja, war das dein schönstes und gleichzeitig wichtigstes Tor der Karriere? Weil das sah ja so aus. Ich denke auf jeden Fall ein sehr wichtiges. Einfach so in der Situation natürlich, für uns waren die Punkte sehr wichtig. Was das Witzigste daran ist, ist, dass ich überhaupt nicht nachlaufe nach dem geschossenen Elfmeter. Und ich glaube, deswegen komme ich überhaupt in die Situation, dass ich schießen kann. Wäre ich nämlich durchgelaufen, glaube ich, wäre die Position einfach eine viel schlechtere gewesen. Was uns zur Frage bringt, warum läufst du nicht durch? Dachtest du, der Poirier macht den eh rein oder was? Oder warst du müde? Ja, anscheinend, ja. Nee, aber ob es ein wichtiges Tor war, nochmal zurück zur Frage. Also ich hatte sicherlich auch andere schöne Tore, aber ich glaube, das war, wie gesagt, einfach in der Situation war das einfach so, das hat einfach alle Emotionen gelöst, glaube ich, bei allen von uns. Wo er das gerade sagt, einige wichtige Tore und schöne Tore auch, die du gemacht hast. Vielleicht wollen wir mal den Leuten zu Hause, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, kann ich mir kaum vorstellen, der dich nicht kennt, David Kopacz. Du warst 11 Jahre, hast im Prinzip dort das Fußballspielen gelernt bei Borussia Dortmund. Du hast mal in der Youth League für Borussia Dortmund gegen Real Madrid getroffen. Da redet man heute noch von. Also ich kann mir vorstellen, das waren echt? So Zeiten. Ja, also wir haben uns heute noch darüber unterhalten. Wieso haben wir was Falsches recherchiert? Nee, aber ich kann mich an ein Tor erinnern. Das war im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gegen Hertha. Das fand ich sogar noch einen Tick schöner. Ja gut, du bist U19 Meister geworden mit der BVB A-Jugend, 2015 B-Jugendmeister. Du hast sogar mal bei der U20 WM für Polen gespielt. Also mit 22 Jahren hast du ja eine enorme Erfahrung eigentlich schon auf dem Buckel. Wo ich dann zur Frage komme, und das meine ich jetzt auch mal wirklich so psychologisch, kann man dann Abstiegskampf, was benötigt es dann, um diesen anzunehmen? Ich denke, natürlich kann man das. Also ich glaube, das ist schon, glaube ich, dann immer auch eine neue Situation, auch für einen, ich sag mal, jungen Spieler. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die macht man halt. Die Situation ist halt, wie sie ist. Aber ich glaube, ich kann das auf jeden Fall. Und das sollte man auch auf jeden Fall können, weil man muss die Situation so annehmen, wie sie kommt. Ja, in Dortmund habe ich um Meisterschaften gespielt in der Jugend. So ist es jetzt halt, dass ich hier im Abstiegskampf spiele. Ich glaube, das muss man als Sportler einfach annehmen und die Situation so gut wie möglich oder am besten einfach bewältigen. Trotz allem habt ihr jetzt eben die Situation, ich habe das vorhin schon mal kurz angeteasert, du bist mit deiner Mannschaft jetzt im zweiten Jahr in Folge im Abstiegskampf. Das heißt, du kannst dich jetzt schon lange mit dieser Rolle anfreunden, ob es euch passt oder nicht. Hast du diese Gedanken manchmal, was passiert, wenn Würzburg jetzt nochmal absteigt, oder muss man die kategorisch ausblenden, diese Gedanken? Ich würde sagen, kategorisch ausblenden. Ich glaube, man sollte sich nicht auf diesen negativen Aspekt fokussieren, sondern eher auf diesen Aufwärtstrend, auf diese positive Stimmung jetzt und einfach, dass wir den Abstand verringert haben, und darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht auf das, was passieren könnte, wenn. Du warst Du warst polnischer U21-Nationalspieler, hast auch für diverse andere Nationalmannschaften in Polen gespielt. Und ich habe es gerade schon mal angeteasert, hast bei der U20-WM in Polen, die hat also in Polen stattgefunden 2019, im Kader gestanden, auch Spiele gemacht. Und ihr seid im Achtelfinale gegen Italien unglücklich ausgeschieden. Da habe ich mir heute gedacht, als ich das gelesen habe, und Kliche habe ich es auch gefragt, ist das dann so in der Entwicklung in den jungen Jahren, war das dann schon so eines der größten Enttäuschungen, die man erlebt hat? Oder kann man einfach das Gute daraus nehmen, man hat eine eigene WM zu Hause gespielt, man war mit dabei?
Ja, also in erster Linie ist natürlich mega geil, eine WM zu spielen und dann noch in im Heimatland. Ne? Also das ist schon super auch für die Menschen dort, und einfach vor eigener Kulisse sozusagen zu spielen, ist schon brutal. Klar, es ist enttäuschend, aber ich glaube, es überwiegt dann einfach dieser Stolz, da einfach sein Land repräsentiert haben zu können. Das hat dann auch sicherlich der Peter, wie sagt man eigentlich, Peter Bosch oder Peter Boss? Was ist jetzt richtig? Das kann nur er beantworten. Bosch? Ja. Unter dem durftest du nämlich beim BVB trainieren, hast auch Testspiele gemacht. Warst du jetzt im Nachhinein mit all dem, mit U20-WM, polnische U21-Nationalmannschaft, Training mit Profis, Peter Bosch, der sich genau den David Kopacz angeschaut hat, hattest du das Gefühl, du warst mal kurz davor, ganz nah dran, so ein richtiger Bundesligaspieler beim BVB zu sein? Oder hatte man da mehr oder weniger das Gefühl, man füllt hier sozusagen die Trainingsmannschaft aus? Ja, also ich glaube, damals war es einfach so geil, man kann jetzt mit den Profis trainieren in Dortmund, mit Spielern wie Reus, Aubameyang, Dembélé, wo ich weiß nicht, 17 war, 16, 17, 18. Das war einfach dieses Gefühl, ich glaube, da hat man sich einfach noch nicht so viele Gedanken gemacht, ob ich da jetzt gleich die Chance bekomme, irgendwie im Spiel oder wie auch immer, obwohl immer so eine kleine Hoffnung da mit dabei war. Aber ich glaube, ich war schon ab und zu mal dabei, auch bei Testspielen, aber ich glaube, am Ende war es dann eher näher dran, dass ich einfach in der U19 die Ziele mit der Mannschaft erreichen soll, weil ich da auch Leistungsträger war, anstatt dann nach oben eher den Weg zu gehen. Kann ja noch alles kommen. Ich wollte sagen, kann noch kommen, du bist 22 und jetzt ist ja logischerweise, wenn du die Klasse hältst mit Würzburg, bleibst du erstmal auf jeden Fall Profifußballer. Abschlussfrage, warum schaffen es die Kickers noch in dieser Saison? Warum wird es was mit dem Klassenerhalt? Ja, weil wir einfach als Mannschaft super zusammenhalten, eine gute Stimmung haben jetzt und vor allen Dingen in den letzten Spielen, vor allen Dingen gegen Dortmund und Wiesbaden und auch dem Pokalderby, gemerkt haben, dass wir gewinnen können und es als Mannschaft zusammen machen können, und wir nehmen diesen Aufwärtstrend mit und deswegen werden wir es schaffen. Das klingt nach Zuversicht. Da bin ich mir auch absolut sicher. Das werden wir auch alles beobachten bei Magenta Sport. Wir drücken dir ganz persönlich natürlich die Daumen, hoffen, dass du gesund bleibst. Und dann sehen wir uns vielleicht in ein paar Wochen und sind live dabei, wie du dir den Champagner über den Kopf schüttest beim Klassenerhalt. Habe ich nichts gegen. Super. Vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Danke. Ciao. Also, mit so einem Typen, der ist entspannt, der ist zielgerichtet, kannst du durch den Abstiegskampf gehen. Ja, ich wollte jetzt auch nicht zum Schluss sagen, nächsten Gegner so Kaiserslautern in Braunschweig. Ne? Man spielt noch das ein oder andere hitzige Duell. Er wirkte positiv, das hat man ihm auch absolut abgenommen. Und mal schauen, was es da unten gibt im Kampf gegen den Abstieg. Das werden wir alles beobachten. Ihr könnt im Übrigen natürlich weiterhin Fragen stellen, Videos schicken, Sprachnachrichten, Topphone 0175 681 7248. Und zwar an Joachim Lambi, an Julian Günther Schmidt und an Steven Ruprecht. Also wenn ihr an diese drei Personen Fragen haben solltet, dann meldet euch jederzeit. Denn jetzt wird es auch gleich mit Steven Ruprecht um folgende Themen gehen. Hab zwei Kaffee getrunken. Ein Mettbrötchen. Ja. Denn das macht er mal ganz gerne. Oder auch vielleicht hier und da so ein bisschen Schweinefilet oder was auch immer. Dass eine Schweinshaxe. Schweinshaxe, die er sich relativ schnell runterzieht. Er ist der Mann auch für die schweren Themen. Er ist unser Magenta Sportexperte. Und mit ihm werden wir jetzt mal über das ein oder andere Thema des vergangenen Wochenendes sprechen. Denn da haben wir uns mal wieder bei einer Situation vor allen Dingen gefragt. Ich höre Sie nicht. Woche zu Woche ist es immer die gleiche Scheiße jedes Mal. Was war gerade los? So sieht's aus. Und wir begrüßen jetzt erstmal unseren Magenta Sportexperten zugeschaltet. Herzlich willkommen, Steven R. Steven Ruprecht. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, du hast die romantische Beleuchtung angeschmissen bei dir. Kann das sein? Ja, ich habe gehofft, dass ihr zwei vielleicht danach noch rüberkommt.
Mein Flug ist ausgefallen, deswegen wird das heute nichts, aber schön, dass du dich schon mal vorbereitet hast. Vielleicht bevor wir, nein, wir reden sofort über das Thema, wir haben ja den Trailer schon gespielt, was war da denn los? Du warst ja nicht nur in der Konferenz Experte, darüber sprechen wir gleich, sondern du warst auch vor Ort beim Topspiel am Sonntag Waldhof Mannheim gegen 60 München. Tolles Spiel, tolle Atmosphäre, tolle Stimmung. Es gab aber auch etwas nach dem Spiel, das gefällt keinem, das darf keinem gefallen, was da passiert ist. Vielleicht bevor wir drüber sprechen, schauen wir uns das erstmal an. Gucken wir mal rein in die Interviewsituation nach dem Spiel. Thomas Wagner mit Stefan Salga. Der junge Morgalla hat neben Ihnen gespielt. Der hatte natürlich einen unglaublich unglücklichen Einstand. Ja. Den Elfmeter kann man sicherlich geben, aber er hat es danach, finden wir, richtig gut auch von der Körpersprache gemacht. Wächst da das nächste große Abwehrtalent heran? Ja, ich weiß nicht, ob ich hier mit Geld beschmissen werden muss. Ja, hier, also muss man noch mal sagen, wir werden hier beworfen aus dem Waldhof-Block. Also richtig asozial, muss man noch mal ganz klar festhalten. Alle Spiele live. Ja, also die Worte von Thomas Wagner, die waren klar und die mussten auch genauso gesprochen werden. Ich habe das Gefühl, so in den letzten Wochen, jetzt gerade, wo man dann auch wieder sagt, die Fans dürfen rein, wir erfreuen uns an einigen, an vielen Fans, gibt es einige, die scheinbar nichts gelernt haben. Steven, wie nimmst du das wahr? Ja, das ist grundsätzlich einfach ganz traurig, dass das so ist. Also Thomas Wagner hat da genau die richtigen Worte gefunden. Das ist einfach höchst asozial. Vor allem nach einem 3-0-Sieg muss man den Gegner da nicht noch beschmeißen. Das gehört sich auch nicht nach einem Sieg von 1860. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Man sollte das nicht zu hoch spielen und diesen Vollidioten einfach zu viel Aufmerksamkeit schenken. Man sollte es einmal ansprechen. Man sollte versuchen, die Leute zu identifizieren und dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr ins Stadion können. Ja, ich frage mich auch, wo wollen wir denn hin? Wollen wir jetzt noch, wie in England zum Beispiel, die sind in der Premier League oder grundsätzlich im englischen Fußball, da darfst du keine Getränke in den Tribünen trinken. Wir haben ja Freitagabend gesehen, Becherwurf, Spielabbruch gegen den Linienrichter. Wir haben ja so viel tolle Fußballkultur. Was muss denn passieren, dass die Dummköpfe, um es mal salopp zu sagen, das endlich mal kapieren, was geht und was nicht? Na, es wurde doch auch schon oft genug gesagt, die Dummen sterben ja nicht aus. Also das ist ja unser Problem. deshalb ist es da immer wieder eine Eigeninitiative, dagegen vorzugehen, dass Leute, denen sowas auffällt, die einfach vielleicht mit Familien oder so ins Stadion kommen, die einfach ein schönes Fußballfest sehen wollen. Und das haben die beiden Mannschaften und der ganze Rahmen am Sonntag ja geboten. Plus ein unglaublich geiler Kommentator, ein unglaublich geiler Moderator, die beide super gestellt haben. Da muss man halt einfach dann dagegen vorgehen, dass Fußball einfach ein Fest bleibt, dass es ein Event bleibt und dass die Dummen nicht in der Überhand sind am Ende. Und da würde mich auch wieder eure Meinung zu Hause interessieren. Unser Top-Phone, ich blende nochmal die Nummer ein. Was denkt ihr über diesen Vorfall, dass da Münzen aufs Spielfeld geworfen werden, sagt man das so, ja? Münzen werden geworfen, genau. Ja. Wie kann man sowas auch unterbinden? Also wie kann man die Blockhygiene da in die richtige Richtung lenken? Da gibt es ja auch viele Menschen, die sich dagegen aussprechen. Vielleicht war einer von euch auch dabei im Stadion und kann dazu was sagen. Gerne also bei uns hier melden, Sprachnachrichten, Videobotschaften oder eben hier in den YouTube-Chat. Wie kann man so einer Situation Herr werden? Wir haben aber noch was Positives. So sieht's aus. Wir haben auch tolle Themen. Und zwar habe ich hier was vorbereitet. Unser Kollege Steven Ruprecht bei uns in der Magenta-Sport-Konferenz. Gucken wir mal zusammen rein, da warst du bei uns im Studio. Jeden Samstag läuft ja bei uns die Konferenz, alle Spiele gleichzeitig. Da sehen wir schöne alte Fotos von dir. Habe ich natürlich extra diese Stelle mir rausgesucht, wo man die nochmal sehen kann von früher. Steven, wie war es am Samstag bei uns in der Konferenz? Sehr, sehr schön. Unglaublich tolle Erfahrung, das machen zu dürfen. Das ist für uns Experten, glaube ich, jeder von uns. Markus Schwabel hat es eine Woche vorher gemacht. Unglaublich viel Sendezeit. Es ist einfach nochmal eine andere Situation als am Platz. Und es macht unglaublich viel Spaß grundsätzlich. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, für Magenta Sport mit dem ganzen Team zu arbeiten. Und ja, auch das, ich habe es einfach genossen. Es ist nun mal eine andere Situation mit den Kameras vor Ort. Du bist nicht direkt am Spielfeldrand. Du musst mehrere Spiele im Überblick behalten. Und freue mich da schon aufs nächste Mal und habe da auch schon gehört, mit wem ich da dann sehr wahrscheinlich sitzen darf. Und das ist mir eine große, große Ehre. Schauen wir mal, ob du das danach auch noch sagst, wenn wir jetzt bei der Konferenz waren. Ist aber ein toller Service, die Konferenz jeden Samstag live bei uns bei Magenta Sport.
Ja, also ich habe es mir auch angeschaut, hast du wirklich gut gemacht, Steven. Das kann man wirklich mal auch ohne Ironie hier mal reinwerfen. Im Übrigen... Das kenne ich von dir nicht so oft. Nein, aber zum Schluss wollen wir natürlich noch deine Expertise wissen. Wir hatten gerade David Kopacz von den Würzburger Kickers. Wir haben gleich noch Julian Günther Schmidt vom FC Saarbrücken und Joachim Lambi, Edelfan des MSV Duisburg. Erste Frage, schafft es Würzburg und der MSV Duisburg, dass sie drin bleiben, und steigt Saarbrücken auf? Das sind zwei in einer. Okay, zu der ersten Frage, zu Frage A, ich sage, dass Würzburg die Klasse hält, das werden sie noch schaffen, trotz dem Dämpfer jetzt am Wochenende, glaube ich, dass die Würzburger Kickers am Ende die Klasse halten, weil sie mich von der Mannschaftsstärke her so ein bisschen an uns damals in Wiesbaden erinnern. Wir haben es zwar auch erst in der letzten Minute geschafft, aber wir haben es geschafft, deshalb glaube ich an die Würzburger Kickers, weil ich sage, dass davor mit leider Viktoria Berlin noch eine Mannschaft ist, die wahrscheinlich eingeholt wird. Ich glaube auch, dass der MSV Duisburg die Klasse hält, und ich sage, dass Saarbrücken nicht hochgeht, sondern dass vorne ganz klar Magdeburg und Lautern ihren Weg machen werden, auch wenn es sicherlich nochmal eng werden kann. Trotzdem glaube ich am Ende an Braunschweig als Dritten, und das ist meine Meinung. Und zu Herrn Lambi kann ich nur sagen, wenn er jetzt schon zuschaut, Thomas Wagner ist ein unglaublich guter Tänzer. Also wenn da mal Not am Mann ist oder jemand gesucht wird, der einfach mal nicht von den A-Promis ist, sondern A+, dann Thomas Wagner bitte anfragen, denn ich glaube, der rockt das Ding. Sensationell. Sehr schön. Prima. Steven R. hat wieder gestellt. Es gab übrigens auch diverse Fragen im Chat, unter anderem von T.W., der gefragt hat, in wie vielen Sekunden schaffst du es, einen Spanferkel zu filetieren? Dass die Geschichte wieder hängen bleibt. Ich wollte nämlich auch noch zum Abschluss darauf hinweisen, dass es keine Schweinshaxe, sondern ein Spanferkel war. Was unglaublich gut geschmeckt hat, kann ich nur jedem empfehlen. Und es war nicht viel Zeit. Ich hatte aber auch Hunger, weil ich den ganzen Tag mit euch unterwegs war. Also das, ich löse das mal auf. Das war scheinbar, seid ihr da essen gegangen nach einer Produktion, und Steven Ruprecht hat da in 30 Sekunden einen Spanferkel verdrückt. Okay, prima. Steven, wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein. Du hast noch was auf den Lippen. Ja, ja, ich freue mich auf in 3 Wochen mit dir, aber nicht nur auf die Sendung, sondern auch auf das danach. Ich glaube, du zeigst mir einfach mal München. So machen wir das. Ein Sprung in den Eisbach ist auf jeden Fall drin. Bis dahin, mein Lieber. Ciao. Schönen Abend, viel Spaß noch. Als wir das Thema Spanferkel hatten, da ist mir das direkt eingefallen. Ja, aber das musst du nochmal einspielen. Denn da muss man den zweiten Blick bitte mal auf die Augen des Schweins achten. Das Schwein und die Augen. Das ist sehr, sehr kryptisch. Das verfolgt den Spieler. Das ist heute keine Sendung für vegane Freunde. Ne? Aber ich muss es wirklich mal ganz ehrlich sagen. Was haben wir für tolle Experten bei uns an Bord. Ja, also Steven Ruprecht macht das wirklich grandios gut. Thomas Kraus gestern auch im Einsatz gewesen. Rudi Bommer bei uns am Sonntag. Martin Lahnig, der, glaube ich, beim Freitagabendspiel davor im Einsatz gewesen ist. Wen habe ich noch Flottmann vergessen? Daniel Flottmann, Flotti, sensationell. Und den Kollegen Schwabel, der ja auch vor Ruprecht schon in der Konferenz war und mit mir bei 60 München damals gegen Lautern. Also eine tolle Expertenriege, gegen die wir beide einfach nur aussehen wie Schuljung. Wie zwei Pylonen. Genau. Deshalb schnell weiter zum nächsten Gast, und das ist für mich eine Steilvorlage gewesen. Jetzt kommt Julian Günther Schmidt, Offensivmann vom 1. FC Saarbrücken. Und erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, er ist schon da. Jawohl. Toll. Servus. Servus. Hi, guten Abend. Danke. Du hast die Star Wars Lampe. Jetzt lasse ich mich doch kurz ablenken. Ich wollte was ganz anderes machen. Du hast eine Lampe da hinten. Ich kenne die. Die kann man so runterziehen. Dann wird die so ein Todesstern. Stimmt das? Ja, das ist korrekt. Nicht schlecht. Gute alte IKEA-Lampe. Genau. Ich wollte aber was ganz anderes sagen. Und zwar unser Experte eben, Steven Ruprecht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat eben gesagt, ich habe es gesehen und gehört, Saarbrücken wird es nicht schaffen. Was ist da denn los? Ja, klar, er hat seine Meinung. Aber letzten Endes, glaube ich, sind es noch genug Spieltage, wo wir hoffentlich das Gegenteil beweisen können. Ja, die Liga ist, glaube ich, enorm ausgeglichen oben. Ihr habt ja vorhin die Tabelle gezeigt, es geht enorm eng zusammen. Von dem her werden die nächsten Wochen dann zeigen, wo es hingeht. Und ich glaube, ja, wir haben da schon noch ein ordentliches Restprogramm die nächsten 3-4 Wochen. In der Tat, auf das Restprogramm zum Beispiel bei 1860 gegen Waldhof in Lautern. Dann habt ihr noch Landespokal, Kracher
beim FC Homburg, also das ist im Saarland wahrscheinlich Real Madrid gegen Barcelona, von der Intensität ist die Frage, ob ihr Real seid oder FC Barcelona. Aber aktuell lieber Barcelona. Genau, aktuell lieber Barcelona. Dann kommt eine Frage, ist das jetzt wirklich so Druck oder ist das jetzt, wo man sagt, als Julian Günther Schmidt, weißt du was, auf genau diese Spiele freue ich mich doch, da habe ich doch keinen Schiss vor. Ja, ich glaube, Schiss hat hoffentlich keiner bei uns. das wäre ja komplette Katastrophe, wenn wir jetzt denken, oh Gott, wir können was verlieren. Im Gegenteil, eigentlich ist es für uns eigentlich eine Riesenchance. Wir können fast nur wir können sehr, sehr viel gewinnen. Und ich habe es schon mal gesagt und sage es auch öfters. Also ich spiele lieber dann nochmal gegen die direkten Konkurrenten und kann dort selber meine Leistung bringen oder dass wir als Mannschaft unsere Leistung bringen und gewinnen, anstatt dass wir hoffen müssen, dass die anderen patzen. Apropos Leistung bringen, wenn man auf deine Leistungsdaten schaut, 9 Tore, 6 Vorlagen, jetzt ja auch wieder gegen Halle, phänomenal gut getroffen. Ich frage das immer mal gerne, weil das ist so eine Frage, die kommt locker aus der Hüfte. Erleben wir gerade den besten Julian Günther Schmidt aller Zeiten? Schwer zu sagen. Statistisch gesehen, glaube ich, ja, läuft es nicht allzu schlecht gerade. Wir spielen eine super Saison. Ist natürlich auch immer einfacher, glaube ich, mit Toren und Vorlagen zu glänzen, wenn die Mannschaft um Aufstieg mitspielt, als jetzt, keine Ahnung, im Abstiegskampf hängt. Von dem her, ja, es macht einfach Spaß momentan. Wir spielen alle gut. Die letzten Wochen haben wir jetzt auch wieder 4 Siege eingefahren, was ja, auch für Selbstvertrauen immer ganz gut ist. Von dem her, ja, macht auf jeden Fall Bock momentan. Ja, man sieht schon sein Schmunzeln, ne? Sein Lächeln, da ist wieder die Leichtigkeit zurück. Ihr habt ja auch eine ganz tolle Fanbase. Das macht einfach Spaß bei euch im Ludwigspark. Aber ihr hattet auch 2, 3 kritische Momente diese Saison. Einmal dieser Innenraumsturm haben wir schon zu Genüge besprochen. Da wurde danach auch nochmal nachbesprochen. Aber wir haben über unser Topphone jetzt einige Nachrichten reinbekommen. Die müssen wir jetzt abarbeiten, Christian. Ja. Das sind wir den Leuten zu Hause schuldig. Und da gab es eine Sprachnachricht zum Thema Idioten im Stadion. Jetzt gucken wir mal rein. Es geht um das Spiel Saarbrücken gegen Viktoria Köln. Daniel kommt dazu. Servus ihr beiden, Daniel hier aus Saarbrücken. Ja, ich bin leidenschaftlicher Fan vom 1. FC Saarbrücken mit einer Dauerkarte und war auch beim Heimspiel gegen Viktoria Köln im Stadion. Da gab es ja bekanntlich ein paar unschöne Situationen nach dem Schlusspfiff. Ein paar Leute, die den Innenraum dann betreten haben. Und ich finde, da hat der Verein auch in Zusammenarbeit mit der Fangruppierung Virage S direkt den Dialog gesucht. Und man hat sich klar von den Leuten distanziert. Und es wurden auch meines Wissens nach schon Stadionverbote für 3 oder sogar für 5 Jahre ausgesprochen. Und so bekommt man wenigstens die Leute, die sowieso nicht ins Stadion gehören, dann wenigstens mal zeitweise raus. Da war jetzt keine Frage drin, aber würdest du das unterschreiben? Finde ich übrigens ganz toll von dir, Daniel aus Saarbrücken. Vielen Dank. Ja, natürlich. Also ich denke, was sich da nach dem Spiel, nach dem Abpfiff dann auch abgespielt hat, ich glaube, das braucht man im Keimstadion. Und Manu Zeitz bei uns hat es ja danach, glaube ich, nach dem Spiel, am Interview bei euch, glaube ich, einfach auf den Punkt gebracht. Wir sind immer noch FC Saarbrücken, wir sind in der 2. Saison hier in der 3. Liga. Hatten vor der Saison auch einen kleinen Umbruch oder auch fast einen größeren Umbruch in der Mannschaft. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir, keine Ahnung, mit einem Riesenbudget durch die Liga marschieren, wo es heißt, du musst jedes Spiel gewinnen. Von dem her, glaube ich, wären andere Vereine mit unserer Tabellensituation, würden, glaube ich, viele Vereine gern tauschen wollen. Und auch wenn andere Vereine das sehen, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt, bei denen es um alles geht, ums Überleben in der Liga, dann sind solche Szenen, glaube ich, irgendwie nicht angebracht nach 2 Niederlagen in Folge. Zumal man, glaube ich, uns diese Saison kann man der Mannschaft auf jeden Fall nicht absprechen, dass wir nicht kämpfen würden, dass wir nicht rennen würden und nicht leidenschaftlich Fußball spielen würden. Weil ich glaube, was die Grundtugenden angeht, bringen wir eigentlich jedes Wochenende das aufs Feld. Und dementsprechend, glaube ich, war es richtig, dass der Verein sich da auch dazu geäußert hat und das Gespräch gesucht hat. Was da im Einzelnen dann gesprochen wurde, das kriegen wir als Spieler nicht mit. Aber ich
ich denke, da war es dann doch auch mal wichtig, dass der Verein sich da auch vor die Mannschaft stellt und auch dann das Gespräch mit den Fans sucht. Apropos Gespräch mit den Fans, das suchen wir ja hier auch immer. Es gibt, seitdem du da bist, Güschmi, so wirst du ja genannt, brennt hier wirklich unser Top-Phone. Es gibt Nachrichten über Nachrichten, die müssen wir natürlich erstmal alle selektieren, will ich fast sagen. Aus Köln zum Beispiel, von Yannick B. Ja, hören wir mal rein. Schöne Grüße in die Runde. Hallo Klichy, hallo Strassi. Guten Abend, Julian Günther Schmidt. Ich hätte zwei Fragen an dich, und zwar die erste. Alle reden ja über die Topspiele gegen 60, Mannheim, Lautern, die jetzt demnächst anstehen für euch. Aber viel wichtiger ist doch wahrscheinlich der Landespokal nächste Woche gegen den FC Homburg. Wie viel Magie steckt in diesem Wettbewerb auch für dich als Spieler? Oder ist es eher ein, ich sag mal, lästiger Wettbewerb für dich? Und die zweite, für mich eigentlich fast wichtigere Frage, wie isst du deine Liona? Gegrillt oder roh? Schöne Grüße aus dem sonnigen Köln. Yannick in Topform, so Güschmi, bitteschön. Ja, ich glaube, einen Pokal zu gewinnen ist immer geil als Spieler. Dementsprechend ja, ist man da, glaube ich, auch motiviert, dann ins Finale zu kommen. Letztes Jahr ist es uns ja leider verwehrt geblieben. Ja, nichtsdestotrotz muss man schon ein bisschen abwägen, glaube ich, in der Situation. Da wir halt mittwochs gegen Homburg spielen und Homburg jetzt auch ein sehr starker Regionalligist ist, ja, eventuell musst du halt in die Verlängerung, sitzt dann zwei Tage später auch wieder 6-7 Stunden im Bus nach München, musst eigentlich samstags dann wieder ja, an deine Leistungsgrenze gehen, um 60 wegzuhauen, weil wenn du ein bisschen weniger machst, wird es leider nichts. Und dementsprechend ja, ist es schon nicht ganz einfach, glaube ich, die nächste Woche für uns da anzugehen, weil Verletzungen können wir auch auf keinen Fall gebrauchen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ja, ist es immer geil, wenn du einen Pokal gewinnst. Und da ist auch jeder absolut motiviert. Vor allem, weil, wie es auch angesprochen ist, einfach ein Derby hier im Saarland. Und ja, wollen auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Am besten in 90 Minuten, das wäre das Beste für uns. Und wenn es halt leider nicht reicht, dann halt nach 120. Aber wir wollen das schon auf jeden Fall gewinnen. Jetzt aber die wichtigere Frage, die Liona. Wie isst du sie, gegrillt oder roh? Ich muss leider gestehen, dass ich sehr selten Liona esse. Auch wenn ich weiß, dass hier Liona-Pfanne im Saarland, glaube ich, das Nonplusultra ist hier im Essen oder unter den Top 3 Gerichten ist. Allerdings, wenn, dann eher roh. Also nicht gegrillt, sondern roh. Wir stellen hier die wirklich wichtigen Fragen. Ja, das apropos wirklich wichtigen Fragen. Hier kommt was mega Spannendes. Patrick aus Saarbrücken schon mal, vielen Dank. Und zwar der FCS, also sprich Lukas Kwasniok, der ja jetzt Trainer in Paderborn ist, hat dich nach Fußball-Deutschland gebracht. Gerüchte behaupten, dass du letzte Woche in Paderborn warst, um Verhandlungen aufzunehmen, um dir das Umfeld anzusehen. Ist das korrekt? Wenn nein, wo spielst du definitiv? Liga unabhängig in der neuen Saison. Viele Grüße, Patrick Eisenhauer. Also es geht offensichtlich auch um das Verhältnis zu deinem Ex-Trainer Lukas Kwasniok, der ja in Saarbrücken war, mit dir hier gearbeitet hat und jetzt in Paderborn ist. Ich glaube, dass man mich letzte Woche auch im Stadion hier in Saarbrücken gesehen hat. Und also da ist wirklich gar nichts dran. Ich war definitiv, glaube ich, nirgends anders letzte Woche. Außer vielleicht mal einen kurzen Abstecher in Pforzheim zu Hause bei der Familie. Fängt zwar auch mit P an, aber ist auf jeden Fall nicht Paderborn. Und nee, also da ist auf jeden Fall nichts dran, dass ich da irgendwie woanders gewesen wäre oder sogar in Paderborn, also das kann ich absolut verneinen. Das, ja, das Gerücht können wir damit aus den Angeln heben, sozusagen. Ad acta legen. Du fühlst dich im Saarland ja auch wohl, du fühlst dich wohl beim ersten FC Saarbrücken. Inwiefern ist da Uwe Koschinat auch ein Faktor, der Coach des FCS? Ja, natürlich. Ist unser Trainer momentan, ist neu gekommen zur Saison. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Dementsprechend ist man da auch immer ein bisschen gespannt, wie der neue Trainer ist, was bringt er mit, wie sind seine Vorgehensweisen. Aber ich denke einfach, ja, dass der Erfolg uns auf jeden Fall recht gibt. Und ja, wir waren letztes Jahr nah dran, eventuell so ein kleines Ausrufezeichen zu setzen oder fast schon Wunder, quasi als Aufsteiger den Durchmarsch zu schaffen. Und ich glaube, gerade in einem schwierigen zweiten Jahr als Aufsteiger, ja, zeigt es einfach, dass wir Qualität hier haben im Saarland. Und
ja, dementsprechend können wir uns nicht beschweren, so wie es läuft, und ja, sind sehr zufrieden, glaube ich. Ihr habt ja auch das Spiel gegen Halle souverän gewonnen. Danach gab es Interviews, unter anderem mit Lukas Böder, der hat sein erstes Drittligator erzielt. Ja, und da wurde dann einfach, wie es Tradition ist, bei uns hier und da, eine Frage gestellt, die einfach im Raum stand. Wir hören uns das nochmal an. Sie mit dem Premierentor, vierter Sieg in Folge, ist da heute ein Kaltgetränk erlaubt? Tatsächlich bei mir leider nicht. Ich trinke leider keinen Alkohol. Aber vielleicht wird es eine kalte Fanta, doch definitiv. Also es wird heute ein schöner Abend, glaube ich, mit den Jungs. Und ja, eine Fanta geht auf jeden Fall. Also eine Fanta mit Eis. Dankeschön. Ja, ich war schockiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gehört aus dem einen oder anderen Kreis, es gab an diesem Abend sogar einen Mannschaftsabend. Ist es bei ihm bei einer Fanta geblieben und was gab es bei dir? Ja, ist korrekt. Wir waren mit der Mannschaft gemeinsam essen. Und bei Luki ist es auf jeden Fall bei einer Fanta geblieben. Soweit ich weiß, oder habe ich ihn auch noch nie mit einem Bier oder ähnlichem in der Hand gesehen. Luki ist da, glaube ich, auch ja, sehr konsequent. Auch im Bus auf Rückfahrten und so. Was jetzt nicht bedeuten sollte, dass er jetzt eine Spaßbremse oder irgendwas ist, das kann ich verneinen. Aber gerade noch so gerettet. Gerade noch so gerettet. Ja, ich glaube, der Zeitpunkt war ganz, ganz gut nach einem Sieg oder nach einem vierten Sieg in Folge, dass man da mit der Mannschaft dann alle gemeinsam nochmal was essen geht und jetzt auch die Länderspielpause kommt. Das war ganz passend. Ja, ich habe dann doch noch ein Glas Wein bevorzugt. Ein Glas Wein, immerhin zur einer nicht gegrillten Leona. Wir haben noch eine Nachfrage zur Vertragssituation. Und zwar wollten wir noch wissen, soweit wir informiert sind, hast du sowieso eine Klausel drin? Das gibt es ja bei einigen Spielern bei euch. Wenn du eine gewisse Anzahl von Spielen machst, verlängert sich der Vertrag. Du hast hier natürlich jetzt live und exklusiv die Chance zu sagen, wann das denn soweit ist bei uns. Ja, seid ihr gut informiert. Ich habe eine Klausel im Vertrag. Ich glaube, das wurde die letzten Wochen auch schon öfters, glaube ich, öffentlich besprochen. Dementsprechend der Zeitpunkt ist, glaube ich, dann jetzt auch bald erreicht. Und da wird es dann auch zeitnah dann eine Verkündung geben, glaube ich, von Vereinsseite, wenn das dann der Fall ist. Also 60 Waldhof oder Lautern? Welches Spiel? Also eine Hand reicht dafür. Und es wird auch noch diese Saison hoffentlich passieren. Sehr schön. Zu einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit. Sogar dieses Wort hoffentlich gesagt. Da siehst du, da ist einer zufrieden. Der ist demütig. Wir müssen wieder zu den Fans. Wir sind so ein bisschen wie diese Supermarktkassen. Ja. Ja, diese Selbstcheckout. Irgendwann werden wir nicht mehr hier sitzen, dann werden die Leute nur noch das Topphone benutzen. Übrigens, Klichy, es wird hier gerade in den Chat gefragt, wir reden jetzt natürlich noch total ausführlich mit Julian Günther Schmidt. Danach kommt noch Joachim Lambi. Keine Sorge, Lambi ist nicht gestrichen. Der schaut auch bestimmt schon zu und er freut sich auch an diesem wunderschönen Hintergrund bei Julian Günther Schmidt, dass er eins aus so einem IKEA-Katalog rausgekauft hat. Absolut. Wir kommen gleich zu Joachim Lambi, ist korrekt. Und jetzt kommen wir zu Thierry, der diese Sprachnachricht uns zugesendet hat. Servus, lieber Günni. Vielen Dank nochmal an dein Trikot. Ich hoffe, du kannst dich an den Kreisliga-Trikottausch noch erinnern. Echt mega Aktion. Unser Verein steht Kopf. Wir würden dich gerne mal zu einem Kreisliga-Derby unsererseits einladen. Am 15.04. spielen wir gegen unsere Nachbarn und wenn du Bock drauf hast, komm vorbei. 500 Zuschauer, Leona, wie eben schon angesprochen. Und ja, wir würden uns riesig freuen. Bis dann, liebe Grüße aus Rappweiler. Jetzt musst du auflösen, wir sind hier überfragt. Eine ganz lustige Aktion gewesen. Die Jungs waren nach dem Spiel im Stadion und haben ein Plakat aufgehängt mit Tausche Kreisliga-Trikot gegen getragenes Saarbrücken-Trikot. Und da ich gerade noch in der Nähe stand, habe ich natürlich gerne mit den Jungs das Trikot getauscht. Haben danach auch noch ein Bild geschossen. Und was hat er gesagt, glaube ich, die Einladung war am 15.04. Das ist ein Donnerstagabend. Das ist ein Donnerstagabend. Könnte man sich sogar überlegen, ob man da hingehen kann. Weiß nur nicht ganz, wie da unsere Vorbereitung ist, weil am 17.04. Spielen wir, glaube ich, gegen Lautern. Spielt Sonntag gegen Lautern und der 15. ist ein Freitagabend. Sorry. Wir haben gerade von jemandem, der kann die Kalender noch nicht lesen, diese Info bekommen. Also kannst du hin? Ja.
Möglichkeit besteht, ja. Also kann man auch gerne mal vorbeischauen. Also ich glaube, wenn die mir dann vielleicht nochmal privat irgendwo schreiben, auf Instagram, ist es einfacher, dass ich es nicht vergesse. Thierry, mehr können wir für dich nicht tun. Schreib Julian Günther Schmidt auf Instagram. Den Rest überlassen wir euch. Aber die Antwort hatte so ein bisschen was wie damals, wenn ich so in der Diskothek mit den Frauen geflirtet habe. Haben die auch gesagt, ja, hier ist die Nummer, schreib mir mal. Geh schon mal vor, ich komme danach. Übrigens, wir haben ja gerade eine tolle Stimmung und das ist auch etwas, was so über dem FCS ein bisschen hängt. Du hast ja auch eine ganz enge Verbindung zum Beispiel zu Sebastian Jakob. Ihr trefft euch ja auch immer privat. Ich hörte von legendären Spieleabenden und da gibt es Gerüchte im Saarland, in Saarbrücken, dass die Freundin von Sebastian Jakob oft gewinnt, aber auch oft schummelt. Wie schaffst du es, dass du da ruhig bleibst? Gute Frage. Also erstmal muss ich das klar verneinen, das oft gewinnen, das stimmt nicht. Sie ist eine sehr, sehr schlechte Verliererin. Nur das mit dem Schummeln, das stimmt, da muss man immer aufpassen. wir verstehen uns gut, meine Frau und ich mit Sebi und Esther. Und haben öfters mal Abende, wo wir gemeinsam essen und weiß nicht, ob ihr Brandy Dog kennt. Ist so ein Kartenspiel, wo man dann halt wie Mensch ärgere dich nur mit Karten, aber in Zweierteams spielt. Und dann ist es halt gang und gäbe, dass Sebi und ich ein Team sind und quasi gegen unsere Frauen spielen. Und sie ziehen uns immer auf, damit mit dem Spruch quasi, wenn es mal bei uns nicht läuft mit den Spielen, dass sie uns absichtlich gewinnen lassen, damit wir mal wieder so dieses Glücksgefühl zurückkriegen. Aber da das ja die letzten Wochen zum Glück nicht der Fall ist, sondern wir auch am Wochenende punkten, gibt es da dann keine Ausreden mehr. Haben wir das mal aufgelöst. Übrigens Grüße natürlich an Sebastian Jakob und die Freundin Esther. Leider konntest du heute aufgrund der Einladung von uns nicht mithelfen beim Umziehen bzw. beim Schrank aufbauen. Das tut uns natürlich leid. Ja. Abschlussfrage. Bin ich auch ganz froh, ein bisschen. An dich. Kennst du Dibbellabbes? Das will Ruby wissen aus Saarbrücken. Dibbellabbes. Ja, das wurde mir auch schon erzählt. Das ist auch ein saarländisches Gericht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist so ein bisschen Art wie, bei uns hat man vielleicht Reibekuchen, wo die Kartoffeln fein gerieben werden in der Pfanne und dann angebraten werden. Kann man mit Apfelmus essen, mit Lachs, bisschen herzhafter. Kenne ich und habe ich auch schon gegessen und finde es auch ziemlich lecker. Es wird immer kulinarischer. Ja. Beim ersten FC Saarbrücken. Das ist Wahnsinn. Es gab mal eine Kochsendung mit Johannes B. Kerner, vielleicht bald mit Julian G. Schmidt. Ja? Dankeschön, es hat enorm viel Spaß gemacht. Gerne wieder, wir drücken natürlich die Daumen privat, dass du gesund bleibst. Bei Spielen bleiben wir neutral, aber wir hoffen auf richtig super tolle Top-Spiele, alles bei Magenta Sport. Ich zum Beispiel freue mich ganz besonders auf die Kracher, die da anstehen in den nächsten Wochen. Du, glaube ich, auch. Schönen Abend dir, mach's gut. Dankeschön, Dank. Servus. Ciao, ciao. Und ich muss noch kurz was aufarbeiten. Ja. Ganz toll auch von euch zu Hause wieder im YouTube Chat. Ja, so Julian, du darfst gehen. Ja, ich sag gerade den Namen. Er wollte noch zuhören. Ja. Ganz toll von euch zu Hause. Einige haben sich auch zu diesen Vorfällen im Stadion geäußert und auch geschrieben, dass die Leute, die sich da frevelhaft benommen haben, dass da hoffentlich Konsequenzen bestehen bzw. entstanden sind. Und das ist ja auch der Fall gewesen. Da wurden Leute mit Stadionverboten belegt. Dementsprechend toll, dass da die Community auch zusammenhält. Sowieso klasse, wie viele Leute da jetzt im Topfon mitgewirkt haben. Ne? Ja, und falls man sich gedacht hat, meine Güte, was war das für ein Highlight? Wir setzen noch eins drauf. Große Ehre, dass er sich Zeit nimmt für uns. Der MSV Edelfan und was für ein fantastischer Mensch. Dass er ein klasse Tänzer ist, das wissen wir sowieso. Aber jede Minute mit ihm ist eine goldene Zeit. Herzlich willkommen im Dritte Liga Top-Thema Joachim Lambi. Hallo, einen schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz dieses Wochenendes. Du bist ja einfach, du trägst den MSV im Herzen. Ich weiß gar nicht, ob du im Stadion warst, aber 0-1 gegen Zwickau. Wie bitter ist dir das aufgestoßen? Naja, das ist schon sehr bitter, weil man hat das Spiel dominiert. Man hatte einige gute, sehr gute Chancen teilweise.
Also ein Punkt wäre mindestens eigentlich 3 Punkte Pflicht gewesen. Aber es war ein dreckiger Sieg für die Schwäne aus Zwickau. Das muss man auch akzeptieren. Dafür ist jetzt dann übernächste Woche in Kaiserslautern wieder 3 Punkte drin, weil ich glaube nämlich, anders als die Experten zuvor, dass der erste FC Saarbrücken aufsteigen wird direkt. Ich glaube, dass Braunschweig Dritter wird und im Aufstiegsspiel gegen Hannover 96 ein Mega-Derby haben wird und der erste FC Kaiserslautern, naja, ein 4. Platz reicht ja, um beim DFB-Pokal dabei zu sein. Das waren jetzt 30 Sekunden und da merkst du, wie viel Ahnung dieser Mensch von der dritten Liga hat. Ich bin mal wieder entzückt, Joachim Lambi, und wir müssen über eine Sache sprechen. Ich habe sie ja quasi inhaliert. Ja, du hast ja mitgewirkt bei einer ganz tollen Doku über den MSV Duisburg, die bei RTL Plus zu sehen ist. Und du bist ja auch beim MSV Duisburg sehr nah dran. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, hey, ich möchte diese Doku mitproduzieren? Vor allem in dieser Saison, wo so unglaublich viel passiert ist. Da muss man ja Hellseher sein. Ja, es ist ja schon in der Vorsaison unheimlich viel passiert. Und wir kamen natürlich, mein Geschäftspartner und langjähriger Freund Markus Bockelkamp aus Köln, auf die Idee, nachdem wir auch mehrere Dokumentationen auf anderen Plattformen gesehen haben, allen voran Sunderland Till I Die, ja, zu sagen, Mensch, wir wollen kein Hochglanzprospekt machen, wie es der FC Bayern oder Borussia Dortmund gemacht hat. Die können sich das erlauben. Und wir haben dann mal ein bisschen Brainstorming gemacht, was können wir machen, weil die Stadt ist eine Arbeiterstadt, die Fans stehen uneingeschränkt hinter dem MSV Duisburg. Der Club hat eine lange Tradition, übrigens heute Bernhard Dietz, 74 Jahre jung geworden, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den Ennertz, glaube ich, da, habe ich gesehen. Ja, da ist er. Also Ennertz, Bernhard, toller Typ, Riesenmensch, ein großer Star der Duisburger Glanzzeiten, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ja, und dann sind wir zu RTL marschiert, weil das natürlich mein Heimatsender ist. Und wir haben das Konzept vorgestellt. Und man war direkt Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, den Content, der passt zu uns, der ist authentisch. Und wir haben einen ganz tollen Regisseur mit Michael Niermann gefunden und Thomas Roseberg, Lukas Odenthal und Alex Müller, mit denen wir zusammen sozusagen dieses Projekt entwickelt haben. Und jetzt noch, ich hoffe, zum Abschluss mit dem Sieg im Niederrhein-Pokal, am liebsten gegen Wuppertaler SV, ich sage das gleich auch warum, abschließen müssen, also eine Klammer drum machen müssen. Warum? Weil das 6:2 letztes Jahr im Halbfinale von Wuppertal gegen Duisburg, damit hat die Dokumentation begonnen. Und so können wir das nicht stehen lassen. Und deshalb wünsche ich mir den Wuppertaler SV im Finale. Es würde gehen, jetzt ist erstmal ein Sieger aus Bocholt gegen Kleve gegen den MSV und dann der Sieger aus Strahlen gegen Schwarz-Weiß Essen. Also viele Traditionsderbys im Niederrhein-Pokal. Und am Ende, wenn wir noch gewinnen den Niederrhein-Pokal, dann wäre das, ich sag mal, nach der, auf Deutsch gesagt, Scheiß-Saison, vor allem mittendrin, mit den vielen Trainerwechseln, wäre das nochmal ein Highlight für die Fans und natürlich auch für die Dokumentation. Es gibt 4 Folgen von der Dokumentation und die nächsten 4, also sozusagen dann 8, kommen, glaube ich, dann irgendwann im Sommer Richtung nach Sommer dem jetzt. Saisonende. Genau. Ja. Genau. Wir wollen das Saisonende jetzt noch komplett mitnehmen. Ja. Und dann werden die hoffentlich relativ zeitnah, die müssen noch geschnitten werden. Aber was ich bis jetzt schon teilweise im Schnitt gesehen habe, es ist Gänsehaut und so waren auch die ersten 4 Folgen. Apropos Saisonende, es kommen schon wieder Fragen rein. Holger Müller will wissen, ob du davon ausgehst, dass es im Sommer beim MSV einen größeren Umbruch geben wird, zum Beispiel Rücktritte von Präsidiumsmitgliedern, oder wird eher alles beim Alten bleiben? Was ist deine Einschätzung? Das ist im Moment schwer zu sagen. Ich glaube, der MSV möchte ja bis zum Ende diesen Monats den neuen Sportdirektor bekannt geben. Es gibt viele Namen, viele Gerüchte, wie das immer in einer Personalie ist. Der Einzige, der mal richtig gehandelt worden ist, war Herr Küsters vom Wuppertaler SV. Da hat aber Neururer Deck gesagt, nee, den lassen wir hier nicht weg. Und zwar hier bei uns, hat er es gesagt. Ja, warten wir mal ab, was am Ende passiert. Ich glaube, der MSV muss jemanden haben, der Zweitliga-Erfahrung hat. Ich glaube, der MSV, und das ist meine persönliche Meinung, muss teilweise einen radikalen Schnitt machen. Denn die letzten 2-3 Saisons nach Beginn der Corona-Krise, da stand man ja noch auf Platz 1 und dann fing das Desaster sozusagen an. Auch wirtschaftlich das Desaster ohne Fans. Ich glaube, es muss noch was passieren. Herr Scholz vom DFB, ein guter Berater. Ich bin sehr gespannt, was er ab April auch für den MSV leistet.
Ich glaube, das Wichtigste, die wichtigste Personalie, warum der MSV 4 Siege aus den letzten 6 Spielen geholt hat, war der neue Mentaltrainer, der da ist. Ich glaube, dass das wirklich was bringt und dass der die Jungs ein bisschen frei gemacht hat. Also da muss ich sagen, das war eine super Entscheidung. Am Ende, ob der Trainer geht, der Vorstand geht, die Geschäftsführung geht. Also ich sag mal, da könnten wir im Moment eine Glaskugel aufstellen. Übrigens der Mentaltrainer reingeholt auf Wunsch von Hagen Schmidt, was ich auch als Stärke empfunden habe von Hagen Schmidt. Du bist jetzt auch gerade wieder mit dieser Expertise einfach dran und die gibst du ja auch immer kund mit deinem Herzblut für den MSV. Und deswegen, egal wo du bist, auch jetzt hier wieder bei uns im Dritte Liga Top-Thema, sagen die MSV-Fans, Joachim, warum machst du nicht bei uns was beim MSV? Warum gehst du nicht ins Präsidium? Warum schaust du nicht, dass du mit deinen ganzen Kontakten, mit deinem Herzblut, mit deiner Ahnung, einer bist, der hilft, dass der MSV wieder dahin kommt, wo er mal gewesen ist? Ist das etwas, was du kategorisch ausschließt? Nein, ausschließen tue ich gar nichts. Ich mache aber auch kein Bewerbungsschreiben jetzt und schon gar nicht heute hier bei euch, auch wenn ihr das gerne hören würdet. Ich glaube, dass ich dem MSV in einer gewissen Weise helfen kann, auch durch meine Bekanntheit, gerade im wirtschaftlichen, gerade im Sponsoring-Bereich. Da werden jetzt, wenn der Klassenhalt gesichert ist, noch einige gute Nachrichten von mir und meinem Geschäftspartner kommen. Da freuen wir uns auch schon drauf, aber da müssen wir halt warten, dass der Klassenerhalt safe ist, wo ich von ausgehe. Und wenn man mich fragt, ich sag mal, es muss ja am Ende was für den MSV sein. Es muss ja Zeit da sein. Mein alter Tanztrainer hat immer gesagt, Joachim, wenn du irgendeine Position im Präsidium machen möchtest, und ich habe viele Sachen schon gemacht, ich war Präsident im Deutschen Profi-Tanzsportverband, ich war Sportdirektor im Welttanzsportverband der Profis, aber es ist eine Riesenaufgabe und das muss sich jemand auch leisten können. Und deshalb nochmal Chapeau auch an Ingo Wald für die letzten Jahre, besonders als die Insolvenz im Raum stand. Von da an hat er übernommen und er hat das MSV-Schiff durch diese schwierigen Gewässer geschifft. Ob das weiter so geht und ob Ingo Wald das weitermachen würde und möchte, das muss man sehen. Irgendwann wird es demnächst eine Mitgliederversammlung geben und ich glaube, da werden auch bestimmt Neuwahlen sein. Aber wie gesagt, ich kann nur im Besten sprechen von Ingo Wald, aber klar, am Ende entscheiden die Mitglieder. Übrigens ist, glaube ich, bei dir kurz eben das Licht ausgegangen. Ich hoffe, dass... Die Sonne ist in Frankfurt untergegangen. Ich mache nur einfach mal... Wisst ihr, ich habe ja nur einen kleinen Finger und schon ist wieder Licht. Schon sitze ich wieder im Hellen, Jungs. Ja, das ist, ne? Das ist natürlich großartig. Deine große Gabe. Übrigens, uns wurde ein Foto zugespielt. Das lasse ich jetzt mal hier unkommentiert über den Screen laufen. Also ich muss sagen, Strassi, da fehlt ein bisschen Oberweite. Und ja, und beim anderen fehlen die großen Zähne. Also von der Seite, aber ich fände es ganz lustig, Jungs, weil ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Christian Straßburger und von dir, weil, ich sag mal, ihr seid so authentisch, auch im Stadion, im Kommentar, auch gepaart mit Thomas Wagner und den anderen Kollegen. Ich komme immer wieder gerne zu Magenta ans Mikrofon, weil es macht halt Spaß. Man merkt, da ist bei euch Herzblut da und ich sag mal, auf der anderen Seite ist auch Herzblut da, je nachdem, wo man ist. Und am Ende wird der MSV nicht absteigen. Ich tippe jetzt einfach mal Türkgücü wahrscheinlich durch den Punktabzug. Ich tippe auf Havelse. Würzburg wird es schaffen. Ich denke, Ferl und Viktoria Berlin werden es sehr schwer haben. Das ist so mein Tipp für den Abstieg. Tipps und noch Blumensträuße an uns beide verteilt. Wahnsinn. Mehr geht doch nicht, Jungs, oder? Dankeschön. Und ich habe eben mal ganz frech, wie ich bin, mal was reingedrückt. Du bist ja echt oft bei unserem Mikrofon. Wir genießen das immer. Aber auch modisch immer vorne dabei mit den Jacken, ne? Naja, also ich sag mal, wenn man aus dem Tanzsport kommt, muss man ja, ich sag mal, hat man ja auch den Ruf zu verlieren irgendwo. Wenn ihr zwei da in einem schlichten Schwarz mit einem weißen T-Shirt, da kann schon ein bisschen mehr Bums kommen, Jungs. Also beim nächsten Mal vielleicht so ein bisschen Glitzer oder was, ich weiß es nicht. Und wenn es nur am Revers ist oder das T-Shirt so, hat ja Kai Ebel auch mal angefangen. Ja, genau. Ich trage die alten Kleidungen von Kai Ebel auf. Ja. Das habe ich mir als Ziel genommen. Ja. Aber da müssen wir die enger machen. Ja, das hast du gesagt. Aber darauf mal kurz wirklich angeknüpft. Du warst ja auch bei Magenta TV bei der Europameisterschaft unser Experte, bist oft bei uns im Studio gewesen. Ist das vielleicht auch was, wo man sagen kann, vielleicht sehe ich mich auch demnächst als einfach Fußball-TV-Experte. Vielleicht macht ja irgendwann der Tanzsport einfach nicht mehr so viel Spaß, dann machst du das. Doch, der Tanzsport macht viel Spaß. Es ist Herzblut, das ist die Berufung letztendlich. Genauso wie mein eigentlicher Beruf Börsenmakler mir ja auch immer viel Spaß gemacht hat.
Aber klar, ich komme gerne zu euch. Ich mache sehr viel in Spanien, weil die La Liga, mein Papa kommt aus der Nähe von Barcelona. Ich bin ein sehr großer FC Barcelona-Fan und habe jetzt, ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wahrscheinlich machen wir einen größeren Bericht mit mir in Barcelona, jetzt zur Europa League. Das ist ein tolles Spiel, natürlich Frankfurt gegen Barcelona, egal wie es ausgeht. Ich habe gehört, 25.000 Frankfurter wollen ins Camp Nou. Es heißt übrigens nicht Camp Nou, sondern Camp Nou. Ja, habe ich auch immer gesagt. Und ihr müsst ab und zu mal die katalanischen Namen richtig aussprechen, aber ja. Ja gut, entschuldige, dann wissen wir jetzt, wo wir uns melden dürfen, wenn wir es mal dahin schaffen sollten. Übrigens hier nochmal eine Frage wegen den neuen Folgen der Doku, haben wir ja vorhin schon gesagt. Quasi nach der Saison im Sommer kommen dann die neuen Folgen. So sieht's aus. Wir freuen uns auch alle. Und uns wurde mitgegeben von unserer VIP-Expertin F. Ludewig. Wir sollen einmal kurz nachfragen. Es gab wohl Buhrufe und Kritik an der Person Joachim Lambi bei der letzten Let's Dance-Sendung. Das habe ich ja gar nicht verstehen können. Meinst du, mittlerweile sind wir irgendwo auch angelangt, auch bei den Medien oder wo auch immer, dass so ehrliche, auch vielleicht mal harte Kritik, dass die einfach nicht mehr gern gesehen ist? Ja, wir haben eine Zeitenwende in den letzten Jahren gesehen. Ich war früher viel härter, aber ich war am Samstag zu zwei Kandidaten, Ricardo Basile und Mike Singer. Die habe ich schon hart angenommen, weil ich einfach glaube, du lachst schon bei Ricardo, ja, weil ich glaube, dass die Jungs das abkönnen und dass die Jungs vielleicht dadurch angestichelt werden. Natürlich ist das hart, aber die Wahrheit ist manchmal so hart und man muss ja auch. Und das kennen auch die Spieler, auch die zwei Jungs, die eben da waren. Wobei ich Julian Günther Schmidt, es ist für mich, ich habe den gegen Saarbrücken in Duisburg gesehen, bei diesem legendären 4:3 vor 7-8 Spieltagen. Ich mag den Typen, der ist so ein begnadeter Fußballer. Für mich könnte der auch in der zweiten Liga gut mitkicken. Ich finde ihn richtig gut. Und ja, aber Social Media, Instagram, Facebook, Twitter machen natürlich eine ganz andere Welt, eine ganz andere Geschwindigkeit. Das merkt ihr auch. Und ein falsches Wort und dann fallen alle über einen her. Ja, die Buhrufe, ich habe sie mir angezogen, das ist halt so. Schauen wir mal, nächste Woche neues Spiel, neues Glück und wehe, die hauen nicht rein. Ich bin froh. Ich werd mich nicht verbiegen lassen von den ganzen Usern. Davon gehen wir aus und ich bin froh, dass trotzdem du keine Sendungskritik machst für uns heute Abend. Ja, genau. Ich finde, das ist eine schöne, lockere, inhaltlich gute Sendung. Das will ich euch keinen Honig um den Bart schmieren. Ihr habt fachlich immer viel drauf, habt ein paar amüsante Themen drin. Und somit, ich gucke gerne zu und war heute auch gerne euer Gast. Und ich habe hier gerade WhatsApp bekommen von Julian Günther Schmidt. Der hat geschrieben, sympathisch, der Lambi. Wenn das nicht Liebe ist. Das gebe ich, wie ich eben schon gesagt habe, gerne an Julian zurück. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder im Stadion sehen. Ich wünsche viel Glück, vor allem Ostersonntag, das große Derby am Betzenberg. Mach den Antwerpen platt. Komm, haut einen raus, Jungs. Besser kannst du nicht aufhören. Nein, und ich freue mich jetzt schon, wie in 2-3 Jahren der Sportdirektor des MSV Duisburg, Joachim Lambi, Julian Günther Schmidt in die zweite Liga verpflichtet. Toll. Das wäre ein Ding. Aber Joachim, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Dankeschön. Schönen Dank. Abend dir und bleib gesund. Jungs. Bis bald. Einen schönen Abend allerseits. Wiederschön. Tschüss. Ciao. Wiederschön. Sehr schön. Also ich muss jetzt hier erstmal durchatmen. Was war das für eine tolle Geschichte? Angefangen mit Kopacz, Ruprecht, dann Günther Schmidt und so ein krönender Abschluss mit Joachim Lambi. Wie viel dritte Liga guckt der eigentlich? Der weiß ja alles. Der weiß jedes Spiel, was wann passiert ist. Unglaublich. Ich war ja auch öfter dann dabei, wenn Joachim Lambi zu Gast war. Und irgendwann hat es mich auch gestört, dass dann die Fans mal gefragt haben, was will denn der Lambi da oder sowas? Ne? Weil die dann die Sendungen zuvor nicht gesehen haben. Der hat einfach Ahnung, der hat es drauf. Und der, ich sag mal so, ich glaube, im Fernsehen muss man irgendwann auch so eine Rolle ausfüllen. Der ist halt der harte Kerl in den Let's Dance-Jury. Aber ganz ehrlich, eben diese harten Kerle haben eigentlich einen ganz weichen Kern. Das kennen wir beide auch. Wir sind harte Kerle mit einem weichen Kern. Schönen guten Abend. Es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht, auch mit euch zu Hause. Ich hoffe, wir konnten alles beantworten. Heute war es ein bisschen mehr. Wir brauchen, glaube ich, langsam einen dritten Mann oder eine dritte Frau hier im Studio, um das Sidekick beantworten zu können. Aber jetzt hat es erstmal fürs erste viel Spaß gemacht. Keine Ahnung, wie man das sagt. Wichtig, nächste Woche sind wir nicht am Start, da gönnen wir uns mal eine kleine Pause. Aber ihr könnt, obwohl Länderspielpause ist, Fußball genießen. Dieser Mann wird privat hinfahren. Genau, wir Samstag, Nachholspiel, live und exklusiv bei Magenta Sport. VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig. Und ich habe einige Osnabrücker Fans gelesen, die haben gesagt,
Mach das mal so weiter, nicht zu uns, sondern insgesamt. Mach das mal so weiter, dass nicht über den VfL Osnabrück gesprochen wird. Wir versuchen dann am Ende nämlich auf 3 oder 2 zu springen. Wenn Sie gegen Braunschweig gewinnen, ist das auf jeden Fall drin. Ich freue mich auf so eine schöne Fahrt im ICE, Bordbistro, und dann schaue ich mir mal an, was der Fuckert da so im Stadion fabriziert. Du machst dir wieder einen Lenz, ne? Ich mache mir einen Lenz und gucke vielleicht auch noch am Dienstag dann auch noch ein Nachholspiel, ein Abstiegskracher, und zwar Verl gegen Zwickau. Wir gucken gerade bei uns auf die Plattform, ihr kennt das zu Hause, magentasport.de, alles live bei uns zu sehen. Jedes Spiel der dritten Liga läuft bei uns auf der Plattform, bei magentasport.de. Und dann nach der Länderspielpause geht es eben weiter mit dem Freitagsspiel Meppen gegen Wehen Wiesbaden. Ansonsten, wer sich trotz alledem Sport reinziehen will, das kann man natürlich auch bei magentasport. Basketball, Eishockey, hier ist ja auch immer die Eishockey-Show jeden Montag mit den Kollegen Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele, die wärmen immer wunderbar unseren Sitz vor. Toll, dass wir uns das Studio teilen dürfen an dieser Stelle. Es war ein grandioser Abend, zumindest empfinde ich das so. Ich hoffe, den hattet ihr zu Hause auch. Wir sind dann wieder da in, glaube ich, 14 Tagen. Korrekt. Einfach stay tuned, wie die Jugend heute sagt. Dienstag, 5. April, höre ich gerade, um 18 Uhr. Und jetzt schauen wir alle nochmal gemeinsam auf die frische, auf die heiße, auf die emotionale, auf die sensationelle Top 10 von Magenta Sport. Schönen Abend, danke dir. Gerne. Guck mal, jetzt müssen wir uns beruhigen. Danke dir. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Macht's gut. Bleib bis gesund. Bald. Bis bald und habe die Ehre. Matrekis läuft mit, Okpaizu läuft mit, Benjamina macht das gut, Sofia Benjamina, damit ist Matrekis und Benjamina macht es alleine und er macht das Tor! Sofia Benjamina, 3. Saisontreffer. Göbel, super Ablage, Könnecke in Schussposition und der macht hier das 1:0 für die Gäste. Könnecke findet genau die Lücke. Heider startet durch, kriegt den Ball. Opoku, Tor! Da ist es! Da ist es! Aaron Opokus, 2. Saisontor! Wieder von Heider vorbereitet. Und Opoku hat ja nun wirklich alle Zeit der Welt. Achtung, da ist er drin! Nicht lang gefackelt, Lukas Petkov. Das Saisontor und Norman Quint ohne Chance. Wunderbar getreten und da ist die Chance auf der Linie geklärt. Und ich glaube, auf der Linie war es der Mann aus der vordersten Etage, und zwar Seok-Ju Hong. Und so mutig musst du erstmal sein. Ernst, und das nächste Ding 2:0. Saarbrücken legt hier mal ganz gepflegt nach. Julian Günther Schmitz, 3 Minuten nach dem 1:0. Das geht viel zu einfach. Hartig nochmal, scharf ins Zentrum und der ist nicht drin. Brünker! Haasmann ist da, weil Brünker den nur mit 8 km/h aufs Tor bekommt. Wow, da war die Möglichkeit. Gute Performance von Franco Flückiger, also den muss man auch erstmal halten. Immer noch so, gegen alle, Pascal Sohm, gegen alle, finito la musica. Und dann sagt er sich, Freunde, den will ich doch einmal zeigen, dass ich es auch im Karl-Benz-Stadion kann. Und er kann es. Ochowski. Ja, macht er gut. Warum nicht von da mal? Jawohl! Das war mit Ansage und das ist die Entscheidung hier, da lege ich mich fest. Ganz stark gemacht, erst gut durchgesetzt und dann perfekt die lange Ecke anvisiert. Keine Chance für Norman Quint.